So, jetzt wird ihr plündert, die Herren Zocker und YouTuber. Willkommen zurück zur wahrscheinlich letzten Aufnahme der Closed Beta von... Genau, von, halt, falsche Richtung. Von Skulls and Bones. Anhalten. Zum Glück kann ich dieses Schiff auf der Stelle wenden. Ich bin immer noch unterbewaffnet. Ich habe mir nämlich Bombarden installiert, habe aber gar keine Bombardenmunition. Das ist nicht so günstig, aber ich habe Breitseiten. Breitseiten muss reichen. So, hier müssen wir lang. Und dann müssen wir einen relativ langen Weg, genau hier um die Ecke, und dann müssen wir hier irgendwo was plündern, da an der Stelle. Ich habe so den Verdacht, wir werden bis dahin keine Bombardmunition bekommen. Ich kann ja, bevor ich den außen... Was ist mit dem Timber? Erzählt denn der da? Was ist das eigentlich hier? Cannonball Crate. Naja, brauche ich nicht. Hoppala. Ja, doch. Ich brauche Bombardmunition. Fahre ich hier richtig? Ja. Geht schon wieder los. Zack, abgewürgt. Ob man das irgendwo ausstellen kann, dass sie die ganze Zeit singen? Da durchpasse. Na, warte mal, hier rechts um die Ecke kommen wir. Sail towards the settlement and hold F to start plunder. Ja, machen wir gleich. Erstmal muss ich ja da ankommen. Problem ist, da sind auch noch andere Schiffe. Nicht, dass die sich dann einmischen. Munition für meine Bombarde. So, was ist das da hinten? Medium Shipwreck. Komm, wir halten mal kurz bei dem Schiffswrack an. Vielleicht können wir es ja noch... Ja, super, guck mal, die werden ja beschützt hier. Vom dicken Kriegsschiff. Kann ich nichts bombarden, plündern. Kann ich hier plündern? Fahr mal weiter. Ich will hier nur, ich bin hier ganz harmlos unterwegs. Schade, das kann man nicht plündern, das Schiffswrack. Oder ich muss näher ran. So, wir fahren mal näher ran. Dann warten wir, bis der weg ist und dann plündern wir. Erstmal wird interagiert, vielleicht können wir ja was kaufen. Keine Bombardmunition, oder? Da! Hihi! Haha! Hoho! Zwei. Erstmal kaufen, dann wird an hier gegriffen. So, darf ich mal kurz ausprobieren, wie das mit der Bombarde funktioniert? Keine Ahnung. Okay, sieht interessant aus. Aber wie das funktioniert, bin ich mir nicht sicher. So, haut der jetzt ab oder haut der nicht ab? Ich plündere jetzt. Achtung, geht los. Attacke! So, kommt wer? Oh oh. Die da hinten, die finden das nicht gut. Wie lange muss ich ihn plündern? Ey, glaub's hakt. Wer schießt da? Moment, ich hab ne Bombarde. Okay, ist nicht so günstig. Bombard zum Bombarde.
Haut er es hin? Kommt der? Oh, der kommt. Treffig? Ja. Treffer. Nachladen. Okay, die Bombarde haut ordentlich rein. Ja, sie haut ein bisschen rein. Wie lange muss ich denn plündern? Ich frage nur so. Bin ja dabei. Oh, ich glaube, die schießen mir ins Kreuz. Komm, komm. Feuer. So, die sind weg. Ist da noch irgendwas? Ja, die da. Au, Moment, ich muss mal kurz plündern. Ich meine, reparieren. Nicht mit mir. Hab ich getroffen? Und Feuer. Daneben Feuer. Jawohl, und einer noch. Ich muss ein bisschen runterzielen. Ups. Ladet. No, lad nach. Hey, getroffen. Reparieren. Jawohl. Ja, das war nicht so gut. Daneben. Nee, doch nicht daneben. Schweinepriester. Okay, mit der Bombarde treffen ist jetzt nicht so einfach. Habe ich die jetzt hier plündert oder nicht? Davon! Feuer! Jawohl. Ja, kannst du nochmal machen, komm. We don't have anything left. Mist, keine Munition mehr. Was brauchen wir? Warte. For Victory, komm. Habe ich sie? Nein, ich versuche. Komm. Nochmal nach. Reparieren. Und Feuer. Jawohl. So, habe ich das Ding jetzt geplündert oder nicht? So, was? Blunder, Final Stage. Ja, yeah, was muss ich denn auf? Was muss ich denn schießen? Ja, okay. Was ist nun los? Destroy all enemy. Geben sie auf, oder? Oh, the reinforcements are coming. Ne, komm her. Was ist das hier eigentlich? Ja, wobei, wenn das die Reinforcement ist, die ist der relativ harmlos. So. Kannst du knicken? Ah, und gleich ist er weg. So, hoppala. So, was muss ich denn machen, damit hier die... Da oben ist was markiert. Seht ihr das? Wandert es weiter? Keine Ahnung. Da kommt der nächste. Ich habe keine Ahnung, ob ich... Ja. Stufe 3. Was muss ich machen? Ich will euch plündern.
Ja, komm her. Kann ich gerne probieren. Pam! Wenn du dich morden lassen willst, kann man das gerne machen. Oder ich knall dich so ab. Das geht natürlich auch. So. Ich bin mir nicht sicher, was die Anzeige da oben heißt. Muss ich noch irgendwas vernichten? Ah, okay. Da ging es eben gerade weiter. Ich muss hier tatsächlich bleiben, bis... dann kommt der nächste. Bis dieser Balken da durchgelaufen ist. Und so lange muss ich die Leute abwehren hier. Oh, habe ich genug Kanonen? Ich hoffe, ja. Hat da gerade einer gepult? Schön, dass du mir so schön deine kritische Trefferzone gibst. Ja, komm, mach mal's weg. So. Drück immer einen falschen Knopf. So, jetzt sind wir bei 3. Keine Ahnung, bei 3 von irgendwas. Und jetzt sind wir gleich bei 4 von irgendwas. Keine Ahnung, was wir da bekommen, aber wir plündern. Kommt noch wer? Nee. Ja, da kommt... Achso, solange die nicht in dieser gelben Zone sind, ist alles in Ordnung. Verstehe. Gleich haben wir es. Plünder. Kommt noch wer? Wir haben die Nase voll. Kann in Ruhe plündern. Okay, haben wir geschafft. Sehr schön. Da ist noch irgendwas. Warte mal, was ist das? Packen jetzt nicht mal. Ach so, jetzt sammle ich den Loot ein. Aha. Sehr cool. Das ist eine witzige kleine Mechanik. So, lass mich raten, jetzt soll ich zurück zum Return to Skurlock bis the... Okay, das heißt, wenn jetzt die stink ich, richtig? So, was ich jetzt mache, ist folgendes. Ich fahre jetzt hier an Land und nehme die Schnellreise. So, raus. Und gleich wieder dahin. Wobei, warte mal kurz. Die hatte auch keine Blueprints, ne? Doch, hat sie tatsächlich. Iron Cladding Station. Keine Ahnung, ich kaufe das mal. Was haben wir da? Iron Husk 2. Bessere Panzerung. Was ist das? Clan's Triumph. Ich weiß nicht, was das ist. Kaufen wir mal. Oh, da unten sind noch mehr. Basilisk und Basilisk 1. Kann ich nicht kaufen, weil... Muss ich ein Marauder für sein. Okay. Aber trotzdem können wir noch keine... Trotzdem können wir noch keine Bombardmunition herstellen. Die Bombarde fand ich ganz cool. Allerdings ist er etwas schwieriger zu zielen als normale Kanonen. So, jetzt gehen wir erstmal dem guten Mann hier seine Beute geben. Wir haben ja im Namen der Company geraidet. You owe me a cutter now.
So, da, das haben wir geschafft. Genau, was kriegen wir dafür? Irgendwas, keine Ahnung. This Isle View, pirate. Was a pleasure to The play way the you villain. stirred this Es war mir ein war united Vergnügen. Ich crew. schmeiße die Flasche weg. But the summer chulins. Well, never mind the cargo. Klicke die Klacke die. Contact complete und wir haben irgendwas, was haben wir gekriegt? Ein Gong oder sowas. Oh, wir sind My fast eine compliments. Nummer weiter. Steal and supply them to corrupt company agents. So, jetzt machen wir es quasi umgekehrt. Jetzt klauen wir diese Fahrerartefakte und geben die der Company. Okay, machen wir. I've been staring into fire, shop. Our merchants sight of the French. Contract accepted. Wie gesagt, es kann jetzt jederzeit sein, dass Go. das Spiel zu Ende ist, Make us some deswegen ich mache fortune. jetzt einfach weiter. So, acquire Farah Odi can be stolen from Farah Voyagers. Und wo finde ich Farah Voyagers? Warte mal, ich lager erstmal mein Zeug hier ein. Was ich hier so alles dabei habe. Im Warenhaus. Ach du hast. So, Transfer to Warehouse. Accept. As you can see, I love books. I have traveled more within these pages than all my time at sea. So, was haben wir da noch? Brauchen wir nicht. Was habe ich denn da gekriegt? Was ist das denn? Ein Signalgong. Increases damage bei um 15% after a crew attack for. New shipment of Ah, books coming okay. in Das soon. heißt, wenn ich geändert habe. Verstehe. Okay. Klingt spannend. Sea People Relic Clue. Was ist das? Aha. So, lassen wir erstmal so. Farley to help. Jetzt soll ich diese. Oh, diese. Was soll ich da? Diese Farah-Oddies, wo krieg ich die her? Ich bleib mal in den Farben der Company. Also vom Schiff. Ach, hey. Moment, ich disembarke mal ganz kurz. Ich mache mal eine Schnellreise da ans andere Poppes Ende der Welt. Ich hätte mehr Bombardmunition von denen kaufen sollen, ne? Hier. Repair, warte, pass auf, dann machen wir mal Fast Travel und zwar zu dem Außenposten, den wir gerade hier geplündert haben. Eigentlich ein bisschen frech, ne? Ah, okay, geht nicht. Schade, wohin kann ich denn ein Fast Travel machen? Nirgendwohin. Man kann tatsächlich keine. Muss ich da echt hinfahren, ja? Na gut, dann, wobei wir eigentlich auch hier rumfahren können. Das heißt, wir fahren mal hier hin. Ach, das Husk hätte ich jetzt vielleicht bauen können. Das zweite Iron Husk. Naja. Genau, wir fahren da links um die Ecke. Sollte ich irgendjemand finden, der eine Bombardmunition dabei hat, dann schnappen wir uns den. So, wir fahren hier unten rum. Das heißt, wir fahren mal, würde ich sagen, hier rum. So. Warte, warte, war was. Wo ist es hin? Da wird geschossen. Ich weiß nicht, mit wem sie sich beschießen da. Ja, ich würde sagen, der hat es hinter sich. Da wird auch geschossen. Ja, das ist ein Spieler, der macht da irgendwas platt.
wobei er wehrt sich tapfer. Hat sich ausgetapfert. So, was ist das da? Hat einer von euch Bombardmunition dabei? Vermutlich nicht. Grilled Chicken. Ja, haben wir ja verstanden. Ey, schießen die auf mich? Nein. Mach keinen falschen Fehler und schieße ich zurück. So, ich würde sagen, wieder voll in die Segel. Nee, kannst du dir gleich abschminken, mein junger Freund. So, und dann bin am besten hier durch und dann darüber, ne? Das dürfte das Einfachste sein. Was siehst du in den Hills? Da liegt irgendwas im Wasser. Aber das ist nur Mumpitz. Das sind auf jeden Fall keine. Pass auf, sonst knallst du dagegen. Wer schießt da? Ach, die da hinten, oder? Sollen wir denn beschaffen? Zwei Stück. Was auch immer eine Farah Oddi ist. Wollen wir mal ein bisschen. Oh Gott. Oh, falsch. Falsch. Schepper. Super. So, jetzt hier rein. Haben wir irgendwas dabei von Interesse? Cannonball Phrase, nein. Brauchen wir nicht. Irgendwas habe ich über den Haufen gefahren. Wen haben wir denn da? Halt, warte, was war das? Das war aber auch keine Cannonballs, ne. Und du da? Warte mal, links oder rechts? Geradeaus. Das ist cool. Nö, brauchen wir nicht. Wobei Bronze relativ wertvoll ist. Entschuldigung. Geht ja aber. So, und dann muss ich Fahrerschiffe angreifen. Habe ich das richtig verstanden? Ich glaube ja. Muss ich alles mit der Breitseite machen? Muss ja einen Vorteil über diese Bombarde geben. Wahrscheinlich hat die irgendwie Explosion. Die haben wahrscheinlich unterschiedlichen Schaden. Explosionsschaden und keine Ahnung was. Man das eigentlich an den Waffen? Vermutlich ja. I hear the Farah use their artifacts to ward off monsters from the deep. Doesn't hurt to believe, huh? So, dann wären wir jetzt da, wo wir hinwollen. In der Reef Sea. Jetzt ist die Frage, wer von denen sind die entsprechenden Schiffe, die wir brauchen? Farah! Kapitän, let's plunge that! Der da zum Beispiel. Nee, das sind die falschen. Sind die stinkig auf mich zu sprechen? Keine Ahnung. Und was ist mit denen? Die müsste ich ja eigentlich mit dem Fernrohr sehen. Ha, 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 ha. Da hat eine Farah Oddi an Bord. Und der... Der auch. Okay, die zwei müssten es eigentlich schon sein.
wenn ich sie denn ausschalten kann. Obwohl, das sind nur zwei kleine, das müsste eigentlich hinhauen. Müssen wir aber trotzdem auf eine Breitseite gehen, weil wir natürlich nicht... Papam! Das hat die Sitz. Be prepared! To your battle post! Nice one, Danny! Hier geblieben. Und Feuer. Daneben. Da hat er keinen Spaß dran, der Gute. Ey. Haben wir so ein Ding? Eine haben wir, jawohl. So, jetzt er da. Der versucht abzuhauen, hier geblieben. Irgendjemand anders noch hier? Ne, weit und breit der Einzige. Sehr schön. Oh, sag mal, ich glaube, ich habe Munition aufgenommen. Juhu, Munition für die Bombarde. Warum, der treffe ich nicht. Nee, habe ich nicht. Vergiss es. Ins Wasser, sehr gut. Hier geblieben. Ins Heck, jawohl. Alle daneben. Wunderbar hast du das gemacht. Der war dafür ein Volltreffer. Beenden wir das. Wollen wir längsseits gehen? Oder wollen wir so? Bombs. So, das war's auch schon. So, wo soll ich die Dinger abliefern? Oh, ich bin ein Buccaneer. Wo sollen wir die abliefern? Okay. Halt. Hier. War ja einfach. Beschädigt? Nee, noch nicht mal. Liegt es daran, dass ich mich selber heile? Weil ich habe noch ein paar Schüsse abgekriegt, oder? Oh, guck mal. Wer ist Hunger for my Cargo? Keine Ahnung. So, lass mal gucken. Ja, fahren wir unten lang. Fahren wir erstmal hier hin. Der sieht recht groß aus, muss ich sagen. Deswegen lassen wir den auch mal in Ruhe. Captain, we can use that wood. Nein, wir brauchen jetzt kein Holz. Gehen wir das Zeug mal bei der Kompanie ab. Und was dann passiert, weiß ich ehrlich gesagt gar nicht. Das Gejodel. Ja, ich würde sagen, jetzt um die Ecke, oder? Doch, ja. Wer? Wenn ja, auf wen? So, warte mal.
jetzt muss ich hier irgendwas machen, aber ich bin mir gerade nicht sicher, was. Deliver Farah Oddity ist nur die Frage, wo? Hier? Nee, Cookery. Ich bin, würde ich sagen, an der richtigen Stelle. Ja, ich bin an der richtigen Stelle. Ich weiß nur nicht, wo. Was ihr da übrigens im Hintergrund hört, das ist die, ist das Gespräch meiner Crew. Die unterhält sich darüber, was wir als nächstes überfallen wollen. So, Overseas Schmuggler. An den? Nee. Warte mal, ich hab doch da eben... Ich hab keine Ahnung, wo wir denn loswerden sollen. Warte mal, ich muss erstmal... Dann muss ich hier den ganzen Weg rauflatschen. Was ist denn bitte? Also außer hässlich. Warte mal, da. Da, 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 da. Wobei, das scheint mir woanders. Das scheint mir hier. Das führt ja zu meinem Boot zurück. Ach Mensch, zu dem Typ hier. Augen auf beim Eierkauf. Salut. Salut. Ein Long Gun Grinder. Und Farben und andere Dinge. Und eine Schatzkarte. So, aber ich würde sagen, liebe Freunde, dieses kleine Let's Show nähert sich dem Ende. Das war ein Einblick in ein etwas, sagen wir mal, etwas mehr das Late Game von hier von Skulls and Bones, von der Closed Beta. Das war sicherlich noch nicht das Endgame, aber wir haben schon ein bisschen mehr gesehen als bei der letzten Closed Beta. Jetzt habe ich ein schönes Schiff. Deswegen sage ich hier erstmal danke fürs Zusehen und ich denke, ich werde auf jeden Fall da im Februar mal reingucken und schauen, wie weit man da spielen kann und ob man das spielen kann. Bis dahin sage ich aber erstmal danke fürs Zusehen, euer Pirat Captain Fleck. Tschüssi!